Da hat jemand gefragt, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, wie lange die Entwicklung jetzt insgesamt gedauert hat, also wirklich von Planung bis jetzt quasi Release. Ja, das kann ich sagen. Also, wir es angekündigt haben, war es wie gesagt Prä-Alpha. Und danach, davor hatten wir so, ich glaube, ungefähr ein Jahr, da war ich noch nicht dabei, ich bin ungefähr 2 Monate vor Ankündigung dazu gekommen. Ungefähr ein Jahr haben wir halt eben den Prototyp gebaut, den man dann auch in dem ersten Trailer gesehen hat. Also in der sogenannten Pre-Production-Phase. Mhm. Und vor diesem Jahr, da war dann quasi noch so richtig kein Spiel da. Da saßen dann so Leute wie Creative Director etc. zusammen und haben quasi Ideen in den Raum geworfen, vielleicht mal an kleinen Prototypen gearbeitet oder Sachen konzeptioniert. Also man kann sagen 3 bis 3,5 Jahre, je nachdem, wie man diese Ideenfindungsphase halt wirklich werten will als Entwicklung, ja, weil da wird noch so nicht so wirklich an dem Spiel gebaut. Wollen wir einfach so weitermachen, dass du weiter Fragen stellst? Oh ja, wenn du was siehst, also ich scroll ja halt auch so ein bisschen durch. Prima hat gefragt, wurden... Achso, ja, mach du erstmal. Ich meine primär C++. Also wir nutzen beispielsweise in unserer Engine, die Anno Engine, falls euch das interessiert. Weil wir sind Deutsche, wir sind super kreativ. Wir sind primär C++ genutzt. Wir machen also jetzt nicht C#, was man jetzt so viel von Unity oder so heutzutage kennt, was ja eine eher etwas modernere Programmiersprache ist. Etwas einfacher und zugänglicher. Aber am versatilsten ist da C++ primär. Und wir haben auch eine eigene Engine. Also das ist nicht jetzt die Snowdrop Engine von Ubisoft oder Dunja oder so. Und das ist auch nicht Unreal oder Unity, sondern das ist die erste Anno Engine, die wir damals für das erste 3D-Spiel auch selber entwickelt haben, als wir das erste Anno-Spiel gemacht haben, bei Related Design damals noch. Und die ist konstant weiterentwickelt. Wir haben ein eigenes R&D-Team, das nennt sich das Research and Development. Das heißt, wir haben auch Leute, die quasi die Engine weiterentwickeln. Das Coole daran ist, wenn jetzt unsere Devs sagen, hey, da fehlt mir was an der Engine, das bräuchten wir aber, haben wir quasi eigene Developer, die sagen, okay, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen und in die Engine mit einbauen. Und so wird das Ding halt über die Jahre immer geiler. Aber wäre es denn theoretisch machbar, so ein Spiel hier zum Beispiel in der Snowdrop Engine oder sowas zu entwickeln? Oder fehlen dann einfach Tools, die ihr bräuchtet? Oder? Das wäre schon möglich, theoretisch. Also ihr seht es ja gerade beispielsweise bei Siedler. Also Siedler ist doch Snowdrop. Genau. Ja, genau. Das heißt, jetzt wo du sagst, klar. Aber wenn beispielsweise das erste Mal ein Strategiespiel mit einer neuen Engine gemacht wird oder mit einem Strategiespiel, das noch nicht in der Engine gemacht wurde, dann muss natürlich die komplette Engine erstmal auf die Gegebenheiten von einem Strategiespiel angepasst werden. Mhm. Also wenn wir vorher einen Shooter haben beispielsweise, dann ist alles so ein bisschen in die Richtung Shooter getrimmt oder ein RPG oder RPG und dann müsst ihr euch vorstellen, dass ihr quasi, stellt euch vor, das wäre ein Rollenspiel oder ein Brettspiel und ihr müsst erstmal die Spielerweiterung bauen, damit ihr das spielen könnt. Das heißt, da muss erstmal geguckt werden, okay, was brauchen wir im Echtzeitstrategiespiel, was fehlt, die Engine muss umprogrammiert werden und dann ist das halt auch schon relativ ziemlich viel Arbeit. Mhm. Der Vorteil ist, wenn man die Arbeit einmal gemacht hat, kann die Engine das dann halt auch, ja? Ja, das heißt, alles das, was man halt nimmt, lebt dann in der Engine weiter und wenn man ein weiteres Siedler macht beispielsweise oder ein Spiel, das wie Siedler ist, fällt das dann viel einfacher. Ja. Rein theoretisch wäre auch ein Anno in Snowdrop beispielsweise möglich. Aber Anno ist nicht ganz Siedler und da gibt es wieder ganz eigene intrikate Sachen, die da wieder dann mit reinkommen sollten oder müssen dafür. Aber schließen wir nicht aus. Ja? Momentan funktioniert die Anno-Engine, sieht man ja, die ist ja bis ins kleinste Rädchen komplett auf Anno optimiert. Und funktioniert deswegen für uns gut, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, Prima hatte noch gefragt, ob neben der Mine noch mehr Gebäude verändert wurden. Boah, ihr fragt mich jetzt Sachen. wir haben tatsächlich extrem viel an jedem einzelnen Gebäude gearbeitet. Jetzt werde ich nochmal technisch. Und zwar haben wir die sogenannten Lot-Level verändert. Lot-Level bedeutet, wenn ihr rausscrollt, dann werden die Gebäude haben ja nicht denselben Detailgrad, wie wenn ihr ganz reinzoomt. Ja? Mhm. Ihr scrollt raus und dann werden die so ein bisschen... haben ein anderes, niedriges Detaillevel, weil ihr braucht es nicht. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, dass das Ding einfach nur automatisch runterrechnet und die Textur schlechter macht, sondern wir bauen tatsächlich für diese verschiedenen LUT-Stufen, also stellt euch vor, dass bestimmte Distanz von der Kamera ein anderes, das Gebäude anders anzeigt, bauen wir quasi eigens für jedes Gebäude. Das heißt, jedes Gebäude hat halt eben eigene Lot-Level-Stufen und das haben wir für jedes einzelne Gebäude, sind wir nochmal durchgegangen und haben gerade nach der Close-Beta das nochmal optimiert und da halt extrem viel verändert. Selbe gibt es für Visual Feedback. Das sind viele Sachen, die fallen euch gar nicht auf, aber die sorgen halt dafür, dass die Performance besser ist. Mhm. Und wir haben einige Gebäude ein bisschen verändert, aber ich glaube, in der alten Welt haben wir gar nicht so viel gemacht. Wir haben in der neuen Welt ein bisschen mehr gemacht.
Aber ich kann euch jetzt ums Verrecken nicht sagen, wo genau. Da müsste ich jetzt quasi. Das muss man dann auch selber ein bisschen herausfinden und mal genau hingucken genau. Und so. Da müsste ich in die Dokumentation gucken und. Hier sieht man es zum Beispiel bei der Bäckerei jetzt. Wenn ich ganz rausgesummt bin, kommt zum Beispiel kein Qualm hier aus dem Schornstein. Und wenn ich ein bisschen näher gehe, dann fangen die wieder an zu qualmen hier. Also genau. Das sind zum Beispiel dann so Details, die dann halt ausgeblendet werden, wenn man ganz weit rauszoomt. Dann verschwindet zum Beispiel hier der Rauch da oben von dem Gebäude. Das ist jetzt mal so ein Beispiel dafür. Ja, das ist genauso, das ist gut gezeichnet. Und ihr müsst euch vorstellen, der Entwickler setzt sich wirklich dahin und geht dann diese einzelnen Distanzstufen für jedes Gebäude durch und sagt, auf der Distanzstufe ändern wir den Rauch und da machen wir dies. Und Performance zu sparen, das ist beim Strategiespiel wie Anno tatsächlich komplizierter als noch bei anderen Spielen. Mhm. Weil ihr wollt ja die Gebäude auf jeder Stufe erkennen. Würden wir die jetzt einfach nur runterrechnen vom Detailgrad, könnte es sein, dass ihr wohl alles gleichwertig runtergerechnet ist. Ihr scrollt raus, gar nicht mehr sehen können, was das für ein Gebäude ist, weil es zu verschwommen ist an Details, die aber wichtig sind, um es zu identifizieren. Also mal technisch hier. Hier hat noch mal jemand gefragt, haben wir eben schon beantwortet. Ich sag's trotzdem noch, kommt ein Koop-Modus und gibt's Multicore-CPU-Unterstützung. Koop-Modus kommt und Multicore ist auch, ne? Bis 8 Kerne oder was? Schlag mich jetzt nicht irgendwie genau so drauf. Ich meine bis 8 Kerne, aber das wollte ich eh nochmal checken mit unserem Technikteam. Ja, aber jedenfalls die Frage Hashtag Koop kommt. Ja, so ein bisschen, da hatten wir auch schon mal drüber gequatscht, aber das, oder hat man auch schon mal durchgehört natürlich, also weil ja auch die Union war ja auch mal was ganz Neues irgendwie. Also klar, mit den Fans zusammenarbeiten machen ja viele irgendwie mal, dass man mal Spieletests hat oder so, aber die Union war ja doch irgendwie nochmal was ganz Neues, Eigenes. Und so in dieser Tiefe und auch so früh mit den Leuten da wirklich zusammenzuarbeiten und auch das Feedback einzubringen. Jetzt ist es ja fast Release. Wie ist das Fazit? Ihr seid schon zufrieden damit, ne? Wie das abgelaufen ist. Extrem gut. Also es war schwierig. Also ich sag ganz offen und ehrlich, als ich angefangen hatte, ich bin ja wegen der Union auch dann und wegen diesem Community-Driven Development reingegangen oder dann halt auch zu Ubisoft gekommen. Als wir das so die ersten Pläne besprochen haben, war mein Fazit, das kann voll vor die Wand fahren, aber ich finde toll, dass das funktioniert, dass wir es probieren. Und es hat sich gelohnt. Also das Spiel hat extrem davon profitiert, an vielen verschiedenen Ecken und Enden. Und nicht wie aus irgendwelchen Marketingzwecken, wie manchmal Leute gerne sagen, sondern wirklich das Spiel wurde massiv verbessert deswegen. Es ist für unsere Entwickler von der Moral her auch total geil. Ich kann nicht sagen, die Entwickler lieben die Idee von der Anno Union, eure Kommentare und so zu lesen. Und das fragen wir auch in internen Umfragen ständig ab, in anonymen Umfragen. Es geht so weit, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall damit weitermachen. Ubisoft ist auch total happy, weil es war natürlich so extrem, wie wir da reingegangen sind, auch ein Testballon für Ubisoft, mal zu sehen, wow, okay. Wir haben da eigene Prozesse für natürlich entwickelt. Mittlerweile geben wir Talks auf Game-Developer-Konferenzen über die Anno Union und wie wir das gemacht haben. Das meinen wir schon extrem ernst und wir wollen auch nicht damit aufhören. Aber auch viel Arbeit natürlich, ne? Also was ihr an Massen an Texten und Videos und Streams und es ist ja auch wirklich viel, viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Extrem. Und das, ihr müsst ja, was ich auch immer gerne sage, das ist auch Arbeit vom Entwicklungsteam. Ne? Also klar, wir haben manchmal natürlich ein bisschen Marketing-Support, wenn es um mal so ein visuelles Asset geht, ja, also dass wir so eine Grafik oder so bekommen. Klar helfen die uns da. Aber ihr müsst der ganze Content, all der Text, alles, was ihr auf der Union habt, da sind mittlerweile, glaube ich, 170 Blogs, 30 Livestreams oder mehr. Das ist alles im Entwicklersteam gemacht in Mainz. Und klar, ich bin eine Vollzeitstelle quasi dafür. Aber ich mache ja nicht nur die Union. Ich muss ja auch dieses ganze Feedback auch nehmen und wiederum dann im Entwicklerteam dafür sorgen, dass wir auch was mit dem Feedback anfangen. Das ist schon eine Mordsarbeit und die ging nur, weil erstens die Fans da so hinterstanden und weil ihr es geil fandet und da auch konstruktiv mitgemacht habt. Auch wenn man sich sicherlich auch mal Reibung gab. Aber das geht auch für das Entwicklerteam dahinter steckt. Also hätte ich nicht den vollen Support von dem ganzen Entwicklerteam in Mainz gehabt, hätte ich das nicht machen können. Und das ist auch mal Shoutout an meine Kollegen in Mainz, weil das ist einfach eine geile Sache. Ohne die hätte es nicht funktioniert und da bin ich auch super glücklich drüber. Ja, aber meinst du, das ist ein Konzept, was für jedes Spiel funktionieren kann? Oder ist es auch einfach, weil Anno so eine Community hat, die seit vielen Jahren, also manche sind ja wirklich seit Anfang an dabei und hängen da total mit drin und fühlen sich irgendwie auch da verbunden zu der Serie, obwohl sie jetzt, also wirklich, als wäre es auch so ihr Spiel irgendwie, obwohl sie eigentlich immer nur Spieler waren. Meinst du, dass es auch daran liegt oder ist das was jedes Spiel irgendwie nutzen könnte? Oder braucht man da so harte Fans auch, die da wirklich Bock drauf haben und sich da reinhängen? Ja und nein. Also du brauchst schon mal definitiv harte Fans. Aber ansonsten, wenn man so einen Weg geht als Entwickler, dann hängt es eher davon ab, wie passt man vielleicht seine Strategie je nach Spiel an. Also ein Spiel wie Anno ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ein Singleplayer-Spiel ist.
Und das ist jetzt nicht ein Early Access-Spiel, was man vorher schon kaufen und spielen konnte. Das heißt, wir mussten Wege finden, wie wir eigentlich das Feedback vernünftig umsetzen. Wenn ich jetzt ein Multiplayer-Spiel bin oder so, wo ich dann, da ist es beispielsweise viel einfacher. Ja. Wenn ich aber jetzt ein kleines Indie-Spiel bin, die noch gar keine Fanbase haben, dann habe ich ja gar keine Leute, mit denen ich arbeiten kann. Ja, ja. Und Teil von diesen Talks, die wir auf diesen Konferenzen auch teilweise geben, ist auch, wie kann ich bestimmte Elemente nutzen? Ja, wie kann ich mir quasi rauspicken, was wir in der Anno Juni gemacht haben? Was bringt bei meinem Spiel was? Was bringt vielleicht bei meinem Spiel nichts? Also das muss man dann quasi im Zweifelsfall einfach anpassen, je nach Situation. Ja, hat jemand gefragt, ob du weißt, wie hoch der Stunden-Counter hochzählen kann, von wegen, sie spielen schon seit so und so vielen Stunden. Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr ausprobieren. Aber 12 doch bestimmt ehrlich. Mindestens. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Müsst ihr ausprobieren. Ich will natürlich nicht gutheißen, dass ihr tagelang Anno durchzockt, aber... Es sind wirklich, wirklich viele Easter Eggs im Spiel versteckt. Und wir haben unter anderem die Regel, dass selbst die Entwickler, wenn sie Easter Eggs einbauen, in den anderen Leuten im Team nicht sagen, dass da ein Easter Egg drin ist. Also da ist selbst für uns manchmal Sachen, die wir nicht wissen. Okay. Schaut mal rein, sucht die Sachen. Und ich fände mal richtig geil, wenn jetzt in der Open Beta, wenn das Spiel rauskommt, ihr auch den Kram sammelt, uns Bescheid gebt, weil da ist wirklich eine Menge versteckt. Ja? Ich gebe vielleicht mal so eine Hint, achte mal ein bisschen besser auf die Störche. Okay. Die rumfliegen. Aber ansonsten, Easter Eggs, da wäre der Spaß weg, wenn es verloren geht. Und wer weiß, was passiert, wenn ihr 30, 40 Stunden spielt, was der Ansager dann sagt. Außer, dass er vielleicht den Notarzt ruft. Das wäre so. Kleine witzige Nebenstory. Wir sitzen in einem Meeting zu dem Close Beta. Und plötzlich meint einer, ja, ich muss hier ein Emergency, ein Ticket quasi nennt sich das, melden. Und das müssen wir weiterleiten und eskalieren, weil da gibt es halt eben anscheinend den Bug im Spiel, dass wenn du zu viel das mittlere Mausrad klickst, die Dinger in die Luft fliegen. Und dann meinten wir halt auch nur so in dem Call, das ist kein Fehler. Lass es drin, das ist ein Feature. Lass es drin, genau. Ja, hier fragt schon jemand in Richtung, wie es danach dem Release weitergehen soll. Es sind Add-ons geplant, Mini-DLCs. Die Entscheidungen fallen ja wahrscheinlich dann auch nach dem Release, ne, wenn man sieht, ja, wie es weitergeht. Ja und nein.